an der Stelle jetzt diesem Video hier widmen von Gewitter im Kopf. Ich habe mir den passenden Merch angezogen, ja. Auf dem Pulli steht, ich habe kein Tourette, ich bin unfreundlich da drauf, ja. Das ist der Merch vom Gewitter im Kopf. Ich könnte euch an der Stelle hier den Merch-Shop verlinken. Mache ich nicht, die beiden haben genug Geld. Wir schauen uns das Video an, damit ich noch mehr Geld bekomme. Let's go, der Hase. Auf geht's. Gisela, du kriegst davon keinen Cent. Hallo, der erste nüchterne Dreh. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ich glaube nicht, nein. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Nein. Jetzt wird sogar darauf geschlagen. Okay, ich tu die Eier erstmal weg. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Genau so und denkst du. Herzlich willkommen. Das kann auch deine Chefdecke sein. Wir werden heute mal wieder... Tims Eier färben. Nein, heute kommt der dritte Teil des Osterfestes. Die anderen beiden Teile haben wir ja letztes Jahr in Ostern schon gemacht. Das ist schon so lange her mittlerweile. Ja, ein Jahr ist das her. Das ist echt krass. Ja, ein Jahr ist das her. Ostern ist ja bekanntlicherweise einmal im Jahr, Tim. Ja. Krass. Ich bin wirklich gespannt, was im Bootshaus passiert ist. Wenn ihr das jetzt nicht erzählt, erzähle ich euch die Geschichte einfach, weil das Lustige ist, die Dame, um die es sich hier dreht, die ist hinlänglich bekannt. Ein Jahr hat 12 Monate. Und wir haben uns gedacht, dass wir das gleich einfach nochmal machen, so ein bisschen für das Nostalgiegefühl und nochmal ein paar von euren Fragen beantworten, weil in diesem einen Jahr ist ja schon viel passiert, oder? Ein bisschen, du Arschloch. Gib mir jetzt die Eier! Nein, die kommen später. Was mache ich? Dein Kiefer nachher. Alter. Haben wir uns gedacht, dass wir heute einfach nochmal ein paar Fragen beantworten? Ich will das! Gut, greif dir eins. Nein! Okay, trotzdem tue ich es jetzt weg. Die nächsten Eier gehören dir. Das sind deine. Dabei werden wir... Michael Myers, sein Vater. Musste Eier färben. Ich geb dir Suppe. Super, super. Digga, genauso muss das damals gewesen sein, einfach dieser Druide von Asterix und Obelix. Mann, wie heißt denn der? Idefix? Nee, das ist dieser Hund. Mann, wie heißt denn der, Alter? Miraculix. Miraculix das erste Mal, Alter, diesen Zaubertrank in alle verteilt hat. Genauso muss das gewesen sein. Ja. Trink die Suppe, ja. Ich kann das gar nicht alles im Mund nehmen. Ja, doch, das kannst du. Zeit, wie es geht. Ja. Das kannst du. Mach mal. Nee, wir machen die kurz sauber. Okay. Das kriegt eben wieder deine Mutter zu essen. Oh. Und wir wünschen euch immer sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Der heißt nicht Miraculi oder Miraculix oder Wichse Miraki. Nein, so heißt er nicht. Der heißt Miraculix. Hört auf, meine Kinder kaputt zu machen. Frohe Ostern. Frohe Ostern und dicke Eier. So, hier sind die Farben drin irgendwie. Die Farben funktionieren schon, du musst die nicht irgendwie aktivieren, wenn man da drauf schlägt. Muss man die auch? Ja, muss man. Denkst du? Ja, ich weiß das. Für Menschen, Tiere und Shreks. Von der Hochzeitstorte fliegen bis heute die Kugeln hier rum, ne? Das ist lustig. Was machst du da? Dich bei ihm sticken. Okay, ich hab die Schere geholt für die Farben. Und ich hab die Kette gespielt für das Setspiel. Und ich suche schon mal die erste Frage raus. Okay. Und zwar ist die erste Frage, was ist eure Meinung zu Levi? Oh, fucking hell, Alter. Blöder Spast. Kann ich nur zurückgeben. Du Arschloch. Oh. Also wir mögen Levi auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wer behindert ist. Levi oder Lukas? Lukas. Nein. Haben ihn ja jetzt schon, kennen ihn ja schon ein bisschen länger, muss man sagen. Ich glaube, wir haben uns jetzt ja auf der Gamescom kennengelernt. Genau. Und, die Quarantänesituation haben die länger nicht gesehen, wie alle anderen auch. Ja, stimmt. Bloß nicht da reinschneiden. Letztlich darf ich die Schere. Ich darf die Schere, ich brauche keine Kinderschere mehr. Aha. Bin ich aber noch ganz gut weggekommen mit. Also blöder Spaß, das ist in Ordnung. Nein, nicht die Haare. Nicht die Haare abschneiden. Viel Haare. Alter. Es wäre an der Zeit. Es wäre wirklich an der Zeit, Tim. Es wäre wirklich an der Zeit. Das ist beim Special. Kommt das? Beim Special. Ach, beim 2 Millionen Abonnenten-Special. Leute, schreibt uns auch gerne mal eure Vorschläge für das 2 Millionen Abonnenten-Special in die Kommentare. Wir haben nämlich noch nicht so eine hundertprozentige Idee, was wir genau machen. Wie ist das gerade da reingeflogen, diese Bauchbinde? Das war ja absolut schrecklich. Ich habe eine Idee. Mach einfach ein Video ohne Tim. Das wäre eine coole Idee. Oder das wäre doch cool.
Tourette im Atomkraftwerk. Zum Beispiel. Oder Tourette im Messerwerk oder in der Heckler und Koch Waffentestschmiede. Tolle Ideen, wirklich. Irgendwas läuft hier auf. Siehst du, du hast so nah dran geschnitten. Paul, danke schön. Blödes Arschloch. Dann eine Frage an mich, die ich auch sehr interessant fand, ist, wieso lässt du dir alles von Gisela gefallen? Weil er ganz genau weiß, dass ich ihn sonst töten würde. Zum Beispiel, okay, ist eine Ansage. Er kommt zu mir und sagt, ich soll unbedingt was trinken. Und ihr versucht dann dagegen anzukämpfen, dann wird es einfach noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Dann lassen sich meine Ticks noch andere unangenehme Sachen einfallen. Ich geb dir schon mal 2 Eier. Bitteschön. Ja. Naja, immerhin waren die nicht heiß, ne? Ja. Hast du auch hartgekochte? Vielleicht solltet ihr einfach aufhören, irgendwas mit Eiern zu machen. Tim sieht gerade aus wie so ein Sohn, der das 7. Mal in Folge sitzen geblieben ist, weil er irgendwie ein ganz einfaches Fach wie Mathe nicht verstanden hat. Mein Vater an der Stelle, als ich damals reingeschissen habe. Oh, das habe ich vergessen. Wo war es denn? Wasser aufgekocht. Okay, ich gebe dir erstmal nur 1 Ei. Vielleicht geht das besser. Bitteschön. Danke. Ja, du kleine Kackermaus. Warum sind dem seine Hände jetzt plötzlich schon so? Du asoziales Element. Kocht man die nicht zuerst? Kocht man die nicht zuerst und dann färbt man die oder bin ich lost? Bin ich raus? Gib dir gleich. Wahrscheinlich werden jetzt einige fragen, warum ich die Eier nicht hart gekocht habe. Ja. Das könnte daran liegen, dass ich einfach bescheuert bin. Ja, Tim, du bist wirklich einfach der losteste Mensch überhaupt. Wie kann man sowas Einfaches falsch machen? Wenn du irgendwann mal Kinder hast, was sollen die von dir lernen? Was sollen diese Kinder von dir als Vater mitnehmen? Das geht in die Hose. Ich will die Hände auch sehen. Ey, guckt mal, Leute, das sind einfach 10-Jährige. Das sind einfach 10-Jährige. Die beiden sind 10. Ja, bei mir sieht es so aus, wenn du an der dran warst, als sie ihre Tage hatte. Die rote. Die ist sogar grün. Mein Schlingel. Es war schon getrocknet. Weißt du, was eine Knusperparty ist? Wofür haben die Handschuhe gehabt? Ja, 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 Chat, ihr sagt es. Warum haben die erst kochen, dann färben mit Handschuhen? Ganz einfach. Ganz einfach. Nein. Nennst du mich erleuchten? Weiß er nicht. Ja. Mag Gisela Tim überhaupt? Nein, das ist der Arschloch. Richtig. Frage beantwortet. Verbessern sollen? Ich brauch das. Nein. Nicht die Eierfarben essen. Alter. Oder schmeckt das? Ich glaube nicht, dass es essbar ist. Natürlich ist das... Ne, vorbei. Ist das essbar? Ich meine, es ist ja Lebensmittelfarbe, ne? Es dürfte ja sonst nicht durch die Schale durchziehen, aber... weiß es nicht. Antibiotika. Genau, Antibiotika. Sind die Amazon-Kartons angekommen? Bro, auch an der Stelle hier. Antibiotika. Sind die Amazon-Kartons angekommen? Gut, dass man das hier so gut erkennen kann. Tatsächlich ist heute der erste Karton angekommen. Und hast du schon geöffnet? Ich habe noch nicht reingeguckt, nee. Hat Oma sich gefreut? Da habe ich immer noch ein bisschen Angst vor, wie sich unser Leben verändert hat, seitdem wir YouTube angefangen haben. Gar nicht. Ihr habt auch damals schon den ganzen Tag Eier gefärbt. Eigentlich haben die beiden nichts anderes gemacht den ganzen Tag. Die haben einfach nur Scheiße gebaut, jeden Tag. Also es ist auf jeden Fall so, dass... Der Tim knallt jetzt alle billigen Schlampen, die Fame haben wollen. Meldet euch! Es ist auf jeden Fall so, dass man öfter so auf der Straße angesprochen wird. Ja, das stimmt. Aber es ist auch überhaupt nicht schön, da freuen wir uns eigentlich immer. Das ist eine Lüge, also bloß die Fresse. Da freuen wir uns eigentlich immer, wenn uns jemand auf der Straße erkennt oder wenn ihr uns ansprecht und wir mal sehen, wer so hinter den Videos eigentlich steckt. Ja, und dann uns mal mit euch zu unterhalten, was ihr so über den Kanal denkt. Und meldet euch, ihr rothaarigen Schlampen! Oh. Und genau. Tim ist das Geschlecht und das Arsch mittlerweile egal. Dem Tim ist alles egal, Hauptsache rothaarig. Die waren hässlich, das musste sein. Ganz genau, ganz genau. Die habe ich doch. Du Arschloch. Ich habe mir so viel Mühe. Die sind von mir. Die machst du nicht kaputt. Ja, sie ist das. Wie reagiert Gisela auf Polizisten? Boah, ich war schon mal dabei am Flughafen. Gisela reagiert auf jeden Fall ganz schön aggressiv auf Polizisten tatsächlich. Ist auf jeden Fall gut getriggert, das kann man so sagen, ja. Ja. Abschreckend. Also tatsächlich nicht so freundlich. Ich schreie und beschimpfe die Polizei immer an. Und hier in Bonn hat sich die Polizei mittlerweile, also die wissen mittlerweile, wer ich bin. Die kennen den, da hängen überall Plakate in der Innenstadt. Die wissen, wer das ist. Im Laufe der letzten 3 Jahre hat sich das scheinbar auf dem Polizeipräsidium rumgesprochen. In anderen Städten kommt es aber dann immer schon mal dazu, dass die Polizei dann auch auf mich zukommt und sagt, ja, was soll das denn jetzt hier? Ich habe einmal mitbekommen, da haben die einen Warnschuss aber in den Kopf von Tim gemacht. Ich weiß nicht warum. Ja, so geht das hier aber nicht. Dann sag ich doch, das geht, weil du bist wirklich hässlich und hast da keinen Tick. Hässliche Bullenfotze. Ja, also ich krieg... Stoß in immer Beleidigung aus, wenn ich die Polizei sehe. Was war unser schönstes gemeinsames Erlebnis? Danke, Lisa.
Ich würde sogar sagen, das mit dem YouTube-Kanal, das ganze letzte Jahr. Und ich glaube, wo du die Rothaare gemacht hast und er hat gefilmt, das war das schönste gemeinsame Erlebnis. Und tatsächlich die Urlaube. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Mallorca und Madeira war echt mega cool. Madeira war toll. Leider können wir jetzt auch Lukas. Ja. Belastend. Ich verstehe es, Jungs. Ich wünsche mir auch die Zeit zurück, wo ich ihr Wife nicht gekannt habe. Auf die Erfahrung hätte ich lieber verzichtet. Ha. Schöne Grüße an Lukas. Fick dich doch. Ich habe hier noch ein Ei für dich. Noch eins. Nice. Ha! Touchdown! Sind die niederträchtigen Eier. Aber die habe ich doch mit Liebe gemacht. Nieder, du, halt die. Das, du hast die niederträchtig gemacht. Die so niederträchtig, Alter. Er klingt einfach wie Gollum. Niederträchtig? Nein! Ich habe mir sehr viel Mühe dafür gegeben. Wann bekommt Jan seine Katze? Oh, ich hab eine! Nein, du. Halt mit mir. Du hast keine. Du Arschloch! Du hast keine Katze! Die wohnt dahinter, die wohnt hier. Das ist meine. Da steht ja Niklas Zimmermann drauf. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast Katzenfutter, aber keine Katze. Er hat keine Katze. Hat er nicht. Aber du hast keine Futter, aber du hast keinen Hund. Ich hab einen Hund. Du hast keinen Hund. Natürlich hab ich. Du hast keinen Hund. Doch, der Instagram-Name ist sogar mir eingeblendet. Henry the Legend 5. Top. Komm mal her, Henry the Legend 5. Henry! Henry the Legend! Henry the Legend 5. Ja, toller Name für einen Hund. Was sagst du jetzt? Ah! Nein, der hat hier nicht eingeblendet. Doch, jetzt hier. Nein. Hier sind wir. Du kannst nicht sagen, das gleich auch. Das nein, ich will das. Das ist. Das macht mich. Es fühlt sich so an, ich hab's ja gerade aus Versehen getrunken. Ja, wann kriegt Jan seine Katze weg? Ich hab sie doch schon, du blödes Arschfotzenkind. Argumentiert gerade Jan gegen Gisela. Oder Gisela, ja. Die versucht gegen dich also, zu argumentieren. Ich bin ja aktuell. Ich möchte ja wieder gerne umziehen. Und vielleicht hole ich mir dann eine Katze, wenn ich auch mir in meinem neuen Wohnort sicher bin, dass ich da auch langfristig bleibe. Weißt du denn schon was für eine Katze? Tatsächlich ist mir die Rasse überhaupt nicht wichtig. Das. Gut, das überspringen wir an der Stelle mal. Ich kann doch nicht zu viel verraten. Einfach abwarten. Ja, geile Sau. Was machst du da? Ich färbe Eier und du? Du machst Scheiße. Das ist nur bei deiner Hand. Junge, schneid dir doch einfach eine Glatze, es reicht. Das ist kein Haarfärbungszeug. Ich weiß, und es ist auch nicht zum Trinken geeignet, habe ich herausgefunden. Wieso zieht ihr keine Handschuhe an? Jungs, was ihr da macht, ist einfach komplett verloren, wirklich. Bei mir sehen die alle gleich aus. Ich mische alle Farben, aber... Ja, natürlich, Digga. Wenn du alle Farben mischst, wird es immer braune Grütze, Alter. Hast du... Digga, wirklich, Tim, hast du ansatzweise in irgendeinem Schulfach aufgepasst? Hast du überhaupt einen Abschluss? Das sieht immer gleich aus. Welche Videos machen dir am meisten Spaß aufzunehmen? Die ohne Vive bei mir, ganz klar. Ich mag die Kochvideos ganz gerne, weil die bringen am meisten Geld ein. Ich fühle mich wie so ein Dämon. Mittlerweile sind die... Ja! Mittlerweile sind die Eier einfach nur noch schwarz. Ja, Leute, was geht? Am Start. Ja, Leute, was geht? Hey, Wolf ist back am Start. Halt deine Fresse. Da musst du dir besonderes... Ich krieg die Tüte wieder. Ich werde deine Eingeweide schwarz färben, während du schläfst. Okay. Ich schlaf da immer noch. Ja, und es war sehr fest. Ja, okay. Ja. Maschallah, einfach die Hübsche. Was sagst du, wenn du mich siehst? Halt die Fresse, du Wichser. Genau das, warum? Genau das. Ich bin nervt. Kannst du mich nicht auch mal so schön begrüßen? Sag Maschallah, einfach die Missgeburt. Da lacht er, weil das stimmt. Mashallah. Willst du das wieder mitnehmen gleich? Das Ei hier? Jedes Ei hat eine zweite Chance zu verdienen. Ja, dann. Wir machen es, obwohl es ein paar Kratzer hat, wird es trotzdem noch schön gemacht. Ich sag, es ist kaputt, es bleibt dabei. Du hast dir nichts zu melden, Tim. Lern es endlich. Widersetz dich nicht. Sonst kriegen wir zwei ganz, ganz gewaltige Probleme. Du hast doch jetzt schon ein Problem mit mir. Willst du etwa, dass es sogar noch schlimmer wird? Ich glaube nicht. Was hast du damals im Bootshaus gemacht? Leute, komm, erzähl. Im Bootshaus ist nichts passiert, wirklich. Man muss nichts. Jetzt mal... Nichts, gar nichts. Es ist nichts passiert. Niemand. Nichts. Hier, man muss jetzt wirklich mal festhalten, hier ist nichts, es ist wirklich nichts passiert. Gisela denkt sich das alles immer nur aus. Plot Twist, die Gisela hatte Sex auf der Toilette. Alles klar. Immer, ja, das ist für mich die Wahrheit. Das kann ich nämlich nicht beurteilen. Ich habe mich nicht dabei. So, Leute, das war's auch schon wieder mit diesem kleinen FAQ. Wir konnten. Wurde ich da gerade etwa geclickbaitet?
hoffen, wir konnten noch ein paar Fragen von euch beantworten, die wir vorher noch nicht beantwortet haben. Wir haben versucht, dieses Mal einige Fragen auszulassen, die wir vielleicht schon in vorherigen FAQs beantwortet haben. Die verlinke ich euch einfach nochmal hier, die Playlist. Da könnt ihr dann einfach mal reinschauen. Und ja, ich glaube, wir haben schon ziemlich viele Fragen mittlerweile. Genau. Im Bootshaus ist nichts passiert. Das ist meine Geschichte. Ganz klar.